Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es mit einem Manga-Update weiter und zwar für den Monat September. Es sind einige Sachen, aber auch nicht so viele, wie ich jetzt gedacht hätte irgendwie, weil ich wirklich mich entschlossen habe, viele Reihen auch nicht mehr zu sammeln oder zu pausieren, weil es einfach zu teuer geworden ist, finde ich. Also Manga-Sammeln ist ein sehr teures Hobby. Ich glaube, das weiß jeder, der mit Mangas zu tun hat. Trotz allem habe ich ein paar Dinge gekauft. Ich habe das Ganze nach Verlag sortiert, deswegen fangen wir direkt mit Egmont an. Und passend zum neuen Film, der rausgekommen ist, habe ich den neuesten Detective Conan Band gekauft. Der Film war auch gut, aber ich fand den davor besser. Mehr Action, bisschen, obwohl Kaito Kid und Heiji waren eine super Kombi, aber trotzdem. Im 104. Band unserer Conan-Reihe mittlerweile erfahren wir ein bisschen über die Vergangenheit von Conans Lehrerin. Und zwar nicht der super süßen Frau Fräulein Kobayashi, sondern der bisschen gruseligen Fräulein Wakasa, von der wir uns alle schon gefragt haben, warum sie so gruselig ist und warum sie so ein komisches Interesse an Conan und Ai hat. Und normalerweise, wenn Leute so ein Interesse an den beiden haben, dann sind die von der Organisation oder führen irgendwas Böses im Schilde. Bei Fräulein Wakasa bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob sie jetzt eine gute Verbündete wäre oder nicht. Weil sie ist auch hinter der Organisation her, aus ganz anderen Gründen. Genauso wie der Polizeipräsident. Die hatten beide Berührungspunkte mit der Organisation und können sehr starke Verbündete sein, denke ich mir mal. Vor allem der Präsident, weil er anscheinend wirklich aufrichtig und ehrlich ist. Bei Fräulein Wakasa bin ich mir nicht so sicher, ob sie nicht doch irgendwie böse ist oder irgendwas im Schilde führt. Auf jeden Fall war es super spannend, die Story von den beiden zu hören, ne? Dass Fräulein Wakasa und der Präsident tatsächlich auch eine gemeinsame Vergangenheit hatten. Und ja, das Ganze endet natürlich wieder mit einem Cliffhanger in einem Fall. Und zwar geht es diesmal um Momiji, Heijis Nebenbuhlerin hier. Also die auch Interesse an Heiji hat, kennen wir alle. Und bin mal gespannt, wie die das lösen wollen. Also alle Fälle mit Heiji und so finde ich immer super, deswegen freue ich mich total. Dann auch von Egmont habe ich direkt Band 4 und Band 5 von Marriage Toxin. Ich musste nämlich nachkaufen, weil ich ja vor Jahr aber nicht viel eingekauft habe. Ja, wie gesagt, es ging um die Bestienmeisterin. Sie war ja in Gefahr, weil ihre ganze Blutlinie von Pichi ermordet wurde. Und der stellte sich ja dann doch als Verbündeter raus, ne? Der ist ja gar kein so böser Mensch. Und dann wird aber unsere Süße hier entführt vom Oberhaupt der Bestienmeister, so einem ganz verrückten Kerl, der ja, das Blut von seiner Familie, von diesen ganzen Nebenlinien und auch von Gero und von unserem Attentatjäger Pichi so kombiniert und dann so ein riesiges Monster schaffen will. Also die kämpfen halt auf dieser Insel, Gero und Pichi, um halt zu ihr durchzudringen und sie zu retten. Und da sind natürlich super viele Bestienmeister. Es gab jetzt den Adlermeister, dann, boah, was gab es noch alles? Ganz verschiedene komische Leute, die auch modifiziert wurden mit diesen Techniken, die der da versucht anzuwenden. Und hier in dem Band kämpft Pichi halt gegen das Oberhaupt und seinen Bären. Ich weiß nicht, wie das, was das ist. Also gegen Byakko, glaube ich, heißt die. Und in der Zeit warnt sich Gero zusammen mit dem Wassermeister. Sie ist nämlich zur Hilfe gekommen, das ist ja unsere Schöne hier. Auch ein Weg dahin. Und ja, es ist eigentlich nur Action geladen, es ist super cool. Deswegen, ich freue mich total auf den nächsten Band. Das ist wirklich mittlerweile eine meiner liebsten Reihen. Sehr, sehr gut, kann ich nur empfehlen. Dann von Kase, glaube ich, die heißen ja jetzt nicht mehr Kase, von Crunchyroll, habe ich zwei Bände gekauft. Einmal den neuen Orient-Band, obwohl der auch schon ein bisschen länger draußen ist. Mit wunderschöner Farbseite natürlich wieder. Und ich muss sagen, mich stört das, dass sie das Cover geändert haben. Also hier steht Orient halt normal und dann auf einmal wird es so dunkelrot. Das finde ich absolut ätzend. Auch das mit dem Logo, klar, man kann es abmachen, dann ist wieder rot. Aber ich meine, was mache ich denn da mit dem Umschlag, ne? Also, keine Ahnung, finde ich ein bisschen doof. So, und ich habe es noch nicht gelesen. Orient ist tatsächlich der einzige, den ich noch offen habe, den ich noch nicht gelesen habe. Weil ich auch ehrlich gesagt nicht mehr so hinterher bin, weil wirklich irgendwie ist es ein bisschen langweilig geworden. Im Vergleich zu Magi ist Orient nicht so gut. Auf der Anime war jetzt okay, ne? Nichts Besonderes. Und ich hoffe wirklich, dass es bald zu Ende ist. Klar, alle sagen mir, das ist bald zu Ende. Und klar, der Endfight ist nah, wir sind schon fast dran. Aber es könnte für mich auch eigentlich vorbei sein, sage ich jetzt so ganz ehrlich, weil so spannend finde ich es jetzt nicht. So, keine Ahnung. War am Anfang irgendwie cooler und dann hat es sich so lang gezogen und immer mehr und mehr und mehr und keine Ahnung, irgendwie hat es so seinen Reiz für mich verloren. Schade eigentlich, weil
Es sieht schon cool aus, wenn man so eine komplette Reihe hat. Dann habe ich die neueste Reihe Goku Rakugai von ja, Casa Crunchyroll. Da war auch so ein extra drin, so ein Aufkleber von einer Schlange. Huhu. Und ich muss sagen, ich habe das schon online gelesen. Fast. Also ich bin, glaube ich, aktuell online. Deswegen habe ich den auf Deutsch noch nicht gelesen. Ich wollte ihn einfach nur haben, weil er ziemlich cool ist. Ich liebe das Design von Alma und Tau. Ne? Das Miss Tau ist super. Und auch hier wieder mit so einem Farbcover. Moment. Oder Farbposter eher. Ja, Alma ist so ein Halbdämon. Ich weiß nicht, wie die das hier auf Deutsch nennen. Halbmonster oder so. Und die zwei sind so Auftragsjäger oder die machen eigentlich alles für Geld quasi. Und die jagen diese, boah, wie heißen die, Maga, glaube ich, diese Monster und bekämpfen die halt. Also basically das. Einmal ist wie gesagt so ein Halbmaga, Halbmonster. Und zusammen erledigen die diese Biester. Und da gibt es auch so eine Familie, die diese Maga erschafft irgendwie. So ein paar Psychopathen, die diese Monster freiwillig in die Welt setzen. Und basically ist es halt, ne? Alma hat irgendwie Connections zu dieser Familie und das ist so ein großes, dunkles Geheimnis, was noch keiner gelöst hat bisher. Woher diese Monster kommen, wieso und alles. Also es ist so. Eigentlich wurde das Rad nicht neu erfunden, aber die Zeichnung und der Zeichenstil ist halt echt gut. Deswegen gefällt mir bisher sehr gut. Ja, dann von Manga Kult habe ich einmal den neuesten Band Holy Grail of Eris. Der ist, glaube ich, auch schon ein bisschen länger draußen, aber wie gesagt, ich musste sparen für meinen Urlaub. Und hier finde ich 9 Euro noch okay. Ne? Ich habe mittlerweile normale Bände gesehen von der Größe für 9 Euro. Das finde ich unfassbar teuer. Wirklich. Bei dem finde ich noch okay, weil der ist riesig, total dick. Und der kommt wirklich nur alle halbes Jahr raus. Auch hier wieder mit schöner Farbseite. Es ist wieder super spannend. Wir haben jetzt hier die Vergangenheit von Lily erfahren, was sie so während der Zeit gemacht hat, in der Scarlett im Gefängnis saß oder generell, wie die sich so kennengelernt hatten. Auch deren beider Vergangenheit mit Prinz Enrique, ne? Scarlets ehemaliger Verlobter. Und Lily ist ja gestorben, hat sich selber das Leben genommen und wir erfahren auch wieso. Also das Ganze ist super verzwickt, das alles ist irgendwie eine einzige Intrige und wir haben noch nicht ganz rausgefunden, was jetzt so der Plan ist, wie das alles passiert ist. Das Einzige, was wir wissen, Cecilia ist böse, also die Prinzessin, Verlobte, keine Ahnung, wie man es nennt. Auf jeden Fall, sie ist böse, Prinz Enrique ist irgendwie ein Idiot und Lilly war nicht so unschuldig, wie man halt dachte, so. Und halt am Ende, boah, geht mir das wieder auf den Sack, so intrigante Frauen, ne, diese Dame hier, also nicht die hübsche, sondern hier am Rand, versucht natürlich wieder unserer lieben Mrs. O'Brien das Leben schwer zu machen mit unserer Abigail, ne. Und das funktioniert auch noch, wirklich diese ganze Serie ist eine einzige Intrige und irgendwie jeder hat da so seinen Vorteil draus und jeder macht da mit. Echt anstrengend, aber es ist so cool gleichzeitig. Wirklich, es ist spannend und wir wissen, wer ist der einzige Drahtzieher, was ist jetzt die Handlung. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wirklich super coole Reihe. Ist vielleicht ein bisschen abschreckend, weil es wirklich viel Text ist. Und ein bisschen kompliziert, wenn man dann wirklich nur alle paar Monate ein Band kauft, der auch rauskommt, also ne, der kommt ja wirklich alle paar Monate nur, dass man dann schon wieder so ein paar Details vergessen hat, aber so grobe Handlungen, ne, versteht man ja. Dann von Altraverse, mein einziger Band irgendwie, ist Diamond in the Rough. Und ich dachte, damit wäre die Reihe zu Ende. Irgendwie habe ich von allen gehört, das ist der letzte Band, das ist der letzte Band. Es gibt tatsächlich noch einen 9. Band, worüber ich mich sehr freue, aber man hätte das auch irgendwie richtig groß machen können, finde ich. Also ich fand es schade, als ich gehört habe, dass der nächste Band der letzte ist. Weil die Reihe ist so gut gemacht. Ich hoffe, da kommt irgendwann ein Anime draus, aber irgendwie lohnt es sich ja gar nicht bei so wenig Bänden, finde ich. Die hätten da wirklich so viel mehr mitmachen können. Auf jeden Fall verlässt Kai unser Taubenblut hier. Wie heißt er denn nochmal? Akeboshi. Also er geht. Er entsteinert seine Familie. Und dann geht er einfach nicht mit. Also das hätte wirklich so ein Ende sein können. Rein theoretisch, ne? Wirklich, er ist zufrieden, er hat seine Familie und er entscheidet sich, nicht mehr weiterzureisen mit Akeboshi. Und dann sieht man am Ende doch, dass er irgendwie zurückkommt. Ich weiß nicht, was genau da noch in einen Band reingequetscht werden soll, weil das wäre ein gutes Ende gewesen.
Ich habe ein bisschen Angst, dass sie jetzt mit dem 9. Teil das irgendwie wieder ein bisschen versauen, dass da irgendwie noch zu viel reingequetscht wird oder alles, aber ich freue mich trotzdem auf jeden Fall. Super gute Reihe. Dann von Tokyopop habe ich einmal den Yona-Band. Es kommt ja jetzt schon wieder den neueste raus. Ich will gar nicht drüber reden, weil ich fand es so traurig, das Ende. Ich hatte es, wie gesagt, schon online gesehen und auf diesen Moment gewartet, wo ich diese Szenen sehen würde. Und sie sind jetzt endlich da. Also zumindest ein Teil davon. Wir müssen uns von Yeha verabschieden. Unfreiwillig, ne? Die alle machen sich auf die Suche nach den Drachen. Also Hak, Yona und Gija machen sich auf die Suche nach den Drachen. Finden dann auch tatsächlich Yeha, aber in keinem guten Zustand. Und wir müssen uns schweren Herzens von ihm verabschieden. Ich hoffe nicht, dass das das Ende war, weil das würde mich so traurig machen. All das und dann können die nicht mal kurz in Frieden zusammenleben. Ne? Die waren nur. Und nur ausgenutzt, mussten im Krieg kämpfen und dann ist das das Ende. Das wäre irgendwie voll frustrierend. Also ich hoffe nicht, dass das war. Ja, dann den dritten Teil von Definitely Love. Super süß. Zen und seine Freundin. Ich vergesse immer die Namen von den Mädchen, ne? Risa. Wie gesagt, die Zeichnungen sind super süß. Die beiden nähern sich an und aber der Freund von Zen, oder was heißt der Freund, ne? Der Rivale von Ren, dieser hübsche Kerl hier, meldet sich rein zufällig in derselben Pauk-Schule an wie Risa und bietet ihr seine Hilfe an, weil er ist anscheinend voll das Genie ist und charakterliches Arschloch, aber voll das Genie. Und sie ist irgendwie dumm genug, darauf einzugehen, was natürlich, wie jeder weiß, zu super viel Streit zwischen ihr und Zen führen wird. Ja, ich sehe schon kommen, dass das super clashen wird, aber irgendwie gehört das dazu, finde ich. Also irgendwie ist das in jedem Shoujo soweit. Ich war jetzt drin, dass das irgendwie Nebenbuhler ist und dann wird da voll der Streit draus. Ich muss sagen, ich mag Fumi auch total gerne. Irgendwie finde ich ihn ganz witzig. Ich weiß auch nicht, aber natürlich Zen und Risa sind Endgame, das weiß ich jetzt schon. So, die sind so früh zusammengekommen, das ist Endgame. Dann Lightning and Romance, da war sogar ein Extra dabei. Ich weiß noch nicht, wo ich das hingetan habe, ehrlich gesagt. Da war so eine Karte drin. Es geht spannend weiter. Und zwar stellt Sumire ihren Freund einfach den Eltern vor. Und die sind natürlich nicht begeistert, weil sie denen die ganze Wahrheit erzählt, dass Ryo sie damals entführt hat und sie jetzt zusammen sind und bla bla bla. Und wie wir uns das gedacht hätten, das kommt nicht so gut an. Also wirklich, das kommt nicht gut an. Bei der Mutter noch so ein bisschen weniger schlimm. Die, glaube ich, versteht ihre Tochter da ein bisschen. Der Vater macht voll die Krise, redet gar nicht mehr mit der, verschließt sich in ihrem Zimmer, seinem Zimmer. Und ja, die beiden lassen sich da trotzdem nicht von unterkriegen. Super cute. Ich bin immer noch bei diesem Thema Altersunterschied, weil sie ist 16 und er ist 23 oder älter. Complicated, du. Kompliziert. Aber es ist irgendwie süß, deswegen verzeiht man es den beiden, weil die wirklich ein super süßes Pärchen sind. Und ich hoffe wirklich, sie kriegen die Eltern überzeugt. Also ich weiß, dass sie die Eltern überzeugt kriegen, sonst wäre die Reihe ziemlich schnell vorbei. Aber ne, ich glaube, das wird nicht so einfach. Dann haben wir den 12. Teil von Liebe ist kein Wettkampf. Total süß, ich liebe die Reihe. Also Kasune und Akari sind wirklich eins meiner Lieblingscouples überhaupt, weil die einfach total süß sind. Akari nervt manchmal ein bisschen, weil sie so unsicher ist und dann wieder daran zweifelt, von wegen, ich bin niemand Klotz am Bein. So, ja, das hatten wir schon 10 Bände davor. Genau dasselbe Thema, genau dasselbe Gespräch. Aber Kasune ist halt so ein süßer Freund, ne? Also wirklich. Total süß, die beiden. Wenn das mal ein Anime wird, den würde ich sogar gucken. Und trotzdem wünsche ich mir, dass die Reihe bald zu Ende ist. Ich glaube auch, die hatten noch ein Band, vielleicht zwei. Ne? Weil wirklich, wir haben jetzt alles durchgemacht. Also wir hatten eine Krise, dann hatten wir eine Pause, dann super süße Sachen, Eifersucht und alles. Also da kann eigentlich nicht mehr so viel kommen, wenn ihr wisst, was ich meine. Also da wird safe im nächsten Band noch ein bisschen was kommen, dann so ein Cut und dann sieht man, wie die heiraten oder so. Also das ist schon vorherzusehen, aber die beiden sind wirklich eins meiner Ulti-Couples. Sind einfach nur gut für die Seele, wenn ihr wisst, was ich meine. Dann das letzte. Habe ich mir den ersten Band Kami-sama Kiss gekauft. Für 12 Euro. Früher haben die 10 gekostet, so Sammelbände, glaube ich zumindest. Den habe ich mir eigentlich nur gekauft, weil ich den Anime ganz cool fand. Und die Einzelbände kriegst du ja wirklich nicht mehr. Also, das ist so eine Sache. Ja, ne? Ich wünsche, Tokyopop würde einfach nochmal nachdrucken. Und zwar die alten Sachen, weil anscheinend die haben ja das Material. Anstatt diese Sammelbände rauszubringen. Klar, man kann ein bisschen mehr Geld damit machen und so. Aber ich finde, diese Einzelbände sehen halt viel schöner aus, als wenn man jetzt so fette Dinge hat. Also ich habe jetzt Sammelbände, glaube ich, nur die von Conan hier unten.
Und ich finde, das sieht einfach nicht so schön aus. Und die Einzelbände hatten irgendwie was. Vor allen Dingen, weil es ja wirklich Leute gibt, denen dann nur noch ein Band in der Reihe fehlt oder sowas. Oder nur noch zwei Stück in der ganzen Reihe. Und dann hast du die vollständig. Und die kriegst du einfach nicht mehr. Und dann bringen die halt sowas raus. So Blue Spring Ride zum Beispiel haben sie ein Sammelband rausgebracht. Wo ich mir denke, Leute, mir fehlen zwei Bände dieser Reihe. Und die kriege ich einfach nicht mehr, weil die niemand mehr nachdruckt. So, das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Ich wünschte, die würden weniger diese dicken machen, sondern mehr dünne. Also, keine Ahnung, ist vielleicht auch nur meine Präferenz, aber ja. Kamisama Kiss werde ich auf jeden Fall weiter sammeln, weil, wie gesagt, der Anime ist super cool. Und wenn ich weiß, worum es geht, ich weiß es auch nicht mehr. Es ist schon länger her, dass ich den Anime geguckt habe, aber ich weiß, dass ich ihn damals gut fand, deswegen habe ich mir das gekauft und als Jojo Girl musste das irgendwie sein. Deswegen, ja. Das war es auch erstmal für September. Im Oktober werde ich vielleicht weniger kaufen, aber wir werden sehen, ob ich nicht doch irgendwo was streichen kann, damit wir uns im nächsten Video wiedersehen.